ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Cornelia Brammen. Ich bin Gründerin und geschäftsführende Vorständin von Yoga für alle e.V. Und wir sitzen in Hamburg. Ich bin auch Journalistin und Kundalini-Yoga-Lehrerin. Und was wir machen, was das alles bedeutet, dieses Yoga als soziale Arbeit, Ehrenamt und Praxis, das werde ich jetzt in den nächsten 17 Minuten erläutern. Ehrenamt und Praxis. Schön wäre es, wenn am Schluss die ein oder andere von euch sagt, wow, soziale Arbeit, Yoga interessiert mich und ein Ehrenamt fände ich auch toll. Praxis, die Praxis des Yoga, werden wir in diesen Minuten hier miteinander auch haben. Also, lasst uns die Reise beginnen. Was ist eigentlich Yoga? Jetzt sagen vielleicht manche, ach mein Gott, das ist doch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Yoga ist vor allen Dingen Verbindung. Und in erster Linie die Verbindung von Menschen zu sich selbst. Und da schließt sich die Frage an, und du so, schreib doch mal, ich sag einfach mal du, weil die Yoga duzen ja jetzt immer alle, schreib doch mal in den Chat, wie du jetzt so hier bist. Ein Gefühl. Mit welchem Gefühl bist du jetzt hier? Und dafür hast du ein bisschen Zeit und ich sage dann 3, 2, 1 und dann schickt ihr alle gleichzeitig eure Gefühle in den Chat. Liebe Conny, wir haben hier keine Chat-Funktion. Wir haben keine Chat-Funktion. Genau. Dann machen wir das anders. Und zwar hast du ja jetzt wahrscheinlich Gedanken gehabt nach dem Wort, Gefühl, wie bin ich denn jetzt hier? Habe ich überhaupt nicht Gefühl? Und wenn ja, was ist das? Das wäre dann nämlich total normal. Wir sprechen ja sehr viel, wenn es um Self-Care geht und um soziale Arbeit und um Yoga, sprechen wir sehr viel über Gefühle und Bedürfnisse. Aber tatsächlich sind wir als Menschen gar nicht so darauf trainiert, uns und unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse zu erkennen, zu benennen und dann auch noch zu akzeptieren. Und im Yoga unterstützen wir Menschen dabei, das zu tun, und zwar auf allen Ebenen, durch die Atmung, durch die Körperübungen, die Asanas, das kennt ihr, durch Meditation. Und wir machen das speziell an der Schnittstelle zwischen Lifestyle-Yoga und dem sozialen Sektor. Wir nehmen also das Beste vom Lifestyle-Yoga und bringen es in den sozialen Sektor zu Menschen, die in sozialen und staatlichen Einrichtungen leben, betreut, beraten oder unterrichtet werden. Und immer in Kooperation mit Trägern der Kinder- und Jugend-, Eingliederungs- oder Altenhilfe, der Baugenossenschaften, die zum Beispiel Wohnen für Menschen im Alter mit geringfügigem Einkommen anbieten. Mit denen zusammen tun wir das, was wir soziale Arbeit durch Yoga nennen. Und das tun wir bereits seit 8 Jahren. Wir feiern bald Geburtstag am 6. April. Da freuen wir uns über Glückwünsche, wenn dir oder Ihnen unser kleiner Ausflug in die Welt des sozialen Yoga gefallen hat. Dann freuen wir uns am 6. April über Glückwünsche auf allen bekannten Kanälen, LinkedIn, Social Media, Instagram, Facebook und wo auch immer. Die Felder, auf denen wir soziale Arbeit durch Yoga leisten, sind Menschen in Trauer, Menschen in Altersarmut, Menschen nach Flucht, Menschen mit Depressionen, Kinder, die das erleben, was wir ACE nennen, Adverse Childhood Experience, also negative Kindheitserlebnisse. Es wird gerne unter Brennpunkt zusammengefasst, trifft es aber nicht ganz, deswegen bleiben wir bei ACE. Und ein Feld sind auch Menschen mit Essstörungen, dann haben wir noch das Feld häusliche Gewalt und Strafvollzug. Und unser Thema ist ja hier Digitalisierung. Das alles organisieren wir digital und remote. Links sind die 32 Kooperationspartnerinnen. Das sind die Träger der Kinder-, Jugend-, Eingliederungs- oder Altenhilfe, Baugenossenschaften, mit denen zusammen wir das soziale Yoga anbieten. Rechts sehen Sie die Zahl 5.000. Das ist die Anzahl der Yogastunden, die wir seit der Gründung 2014 ermöglicht haben.
Und in der Mitte sehen Sie die 40. Das sind unsere aktiven Ehrenamtlichen. Davon sind 28 Yoga-Lehrerinnen, die vor Ort unterrichten, wenn es möglich ist, in Präsenz oder online oder die Telefon-Yoga machen. Sie sind aber über das reine Unterrichten hinaus, zusammen mit den 12 Orga-Ehrenamtlichen sozusagen, auch in den gesamten Prozess der Organisation eingebunden. Und der ist bei uns, wie gesagt, digital und remote. Das fängt oben links mit dem digitalen Onboarding an. Wenn du oder sie also Interesse hat, bei uns mitzumachen, dann gibt es ein wunderbares Formular, das alle ausfüllen und sagen, warum sie bei uns mitmachen wollen und was sie können. Da haben wir inzwischen 450 Kontakte. Die Nachfrage nach einem sinnstiftenden und wirkungsvollen Ehrenamt rund um Yoga ist sehr groß. Und wir lernen wundervolle Menschen kennen. Tatsächlich ist es aber so, dass nicht alle wirklich das wollen, was wir brauchen. Das ist ja im Freiwilligenmanagement immer so eine Geschichte, wie matcht das? Also machen wir, nachdem sie sich dort eingetragen haben, jeden Monat ein Zoom, eine Interessiertenrunde. Und da erläutern wir nochmal ganz genau, wie wir arbeiten und was wir machen. Und da stelle ich immer die Frage, was glaubt ihr denn, wie hoch ist der Anteil Yoga unterrichten und organisieren, beziehungsweise vorbereiten, damit überhaupt soziales Yoga stattfinden kann. Und lustigerweise liegen da alle immer ganz gut. Es ist 20% wirklich vor Ort beim Yoga unterrichten und 80% Vorbereitung. Und all das machen wir auch digital. Ihr seht hier verschiedene Geschichten. Also wenn ihr dann in dieser Zoom-Konferenz waren, in dieser interessierten Runde, dann schreiben uns die Interessierten, die wirklich dabei bleiben wollen und die das Gefühl haben, hey, da möchte ich mich auch committen, denn das ist ganz wichtig. Wir brauchen Zuverlässigkeit. Und die digital herzustellen, wissen alle, die in Unternehmen arbeiten, sei es jetzt Non-Profit oder Profit, das ist nicht einfacher geworden. Wenn also dann eine Interessierte sagt, hey, ich möchte unbedingt mitmachen, dann laden wir sie zu Slack an. Slack, muss ich jetzt nicht zeigen, kennen hoffentlich alle. Und ihr merkt schon, wir haben so ein bisschen, wie sagt man umgangssprachlich, aus jedem Dorf eine Kuh. Wir bauen uns die digitalen Tools alle cool, pro bono und ja, baukastenmäßig zusammen. Manches nutzen wir auch nach wie vor kostenlos. Und bei Slack läuft unsere gesamte Kommunikation. Also Slack statt E-Mail ist das Motto. Wenn Menschen dann ein ganzes Projekt übernehmen, dann holen wir sie auch zu Trello. Bei Trello haben wir absolute Monsterboards. Zum Beispiel zeige ich jetzt mal hier unser Fundraising-Board, wo drin steht, wo wir uns bewerben, wo wir Anträge stellen, was funktioniert. Es gibt auch eine sehr unbeliebte Liste, die heißt abgelehnt. Die zeige ich aber nicht. Und Fundraising ist ja natürlich auch ein riesiges Thema bei uns und wir leben von Spenden und Förderung. So, und wenn jemand zum Beispiel Social Media machen möchte, dann arbeiten wir dann mit Canva. Alle unsere Daten hosten wir bei Google Drive. Und hier kommt mein Call to Action. Falls hier Menschen sind, die sich damit auskennen, wunderbare Open Source und in Deutschland gehostete Plattformen für gemeinnützige Organisationen anzubieten und den Umzug zu erleichtern, dann melden Sie sich sehr gerne bei mir, denn wir würden gerne bei Google Drive rausgehen. Ich finde das gar nicht so toll und wegen DSGVO und so sind wir uns schon klar, dass es ein bisschen heikel ist. Und wir arbeiten auch mit Miroboards und da haben wir zum Beispiel ein wunderbares Board für alle Ehrenamtlichen, die ja, sich wirklich bei uns engagieren wollen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier die Anwendung wählen muss, das bricht ich ab. Das ist unsere Roadmap, kann ich mal ein bisschen größer ziehen, für 2022. Da sehen alle, was wir wann machen. Wir haben hier die lange Nacht des Yoga, unser Fundraising-Event, 25. Juni, save the date. Wir feiern unseren Geburtstag auch analog am 9. April. Dann haben wir diese regelmäßigen Austauschrunden, Interessierten-Calls, alles immer digital. Wir haben Fortbildungen. Wir sind präsent auf Events, wie zum Beispiel bei der Deutschen Stiftung Depressionshilfe. Und da hängt überall wahnsinnig viel Arbeit dran. Flyer bauen, Präsentationen vorbereiten, Messestände aufbauen. Und dann hängt hier immer so ein Zettel dran.
für unsere Ehrenamtlichen, wo sie sich einklinken können. Und auf diese Weise organisieren wir soziale Arbeit durch Yoga. Jetzt kommt Überraschung für mich, ich weiß nicht, was die nächste Folie ist. Ich glaube, ein Video, und das spiele ich dann einfach mal ab. Nein. Oma, siehst du? Nein, mein Schatz, ich mache Yoga. Genau, das war unser Film. Das machen wir nämlich auch. Wir produzieren wunderbare Fotos und wir produzieren Filme. Und ja, und hier seht ihr, dass wir uns auch analog treffen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Das war unser Strategie-Meeting und da heißt es dann wie Concentrate. Und we meditate. Und damit das nicht so gut leer bleibt, machen wir das jetzt mal alle zusammen. Und zwar rutschst du jetzt mal auf deinem Stuhl nach vorne und stellst deine Füße flach auf den Boden, legst die Hände auf die Oberschenkel und schließt deine Augen. Atme durch die Nase ein und aus. Atme nochmal ein durch die Nase und aus. Entspann dein Gesicht. Deine Stirn ist glatt, deine Wangen sind weich, deine Kiefer sind locker und auf deinen Lippen liegt ein kleines Lächeln. Und mit dem nächsten Atemzug schickst du Licht an deiner Wirbelsäule nach oben. Und mit dem Ausatmen lässt du alles los, was du jetzt nicht brauchst. Spür nochmal deine Füße auf den Boden, spür, wie die Erde dich trägt. Spür deine Sitzhöcker auf der Stuhlfläche. Und roll einmal die Schultern nach vorne, zieh sie nach oben, roll sie nach hinten und nach unten und andersherum. Roll die Schultern nach hinten, zieh sie nach oben, roll sie nach vorne und wieder nach unten. Atme noch einmal tief ein und aus. Und denk an dein entspanntes Gesicht, an das kleine Lächeln auf deinen Lippen. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. Komm zurück. Das waren jetzt 50 Sekunden. Und das tun wir auch. We celebrate. Denn jedes Mal, wenn eine Teilnehmerin sagt, in mir ist wieder Licht, trotz Depressionen oder in mir ist wieder Freude, trotz Altersarmut oder wenn ein Kind sagt, in mir ist wieder Zukunft, dann wissen wir, dass das, was wir tun, richtig ist. Und wir freuen uns und wir feiern, dass wir das remote und digital so wunderbar hinbekommen mit diesem wunderbaren Team von bisher ausschließlich Frauen. Gestern hat sich zum ersten Mal ein Mann in der interessierten Runde gezeigt. Und wir freuen uns über männliche, ehrenamtliche Unterstützung bei allem, was wir tun. Und das war ein kleiner Ausflug in soziale Arbeit durch Yoga. Und jetzt frag ich mal, mit welchem Gefühl bist du jetzt hier? Schreib es dir vielleicht auf einen Zettel und vielleicht merkst du eine Veränderung, die jetzt in den letzten Minuten stattgefunden hat. Und das kannst du über den Tag immer mal wieder machen, um Verbindung zu dir aufzunehmen. Und dann denkst du vielleicht daran, dass es Yoga für alle e.V. gibt und dass wir Yoga zu Menschen bringen, die nicht in ein Yoga-Studio gehen können, weil sie in sich oder in Wirklichkeit gefangen sind. Im Strafvollzug ist das immer besonders nachvollziehbar, aber auch eine Verfassung wie Essstörung fängt Menschen in sich selbst, auch Depressionen. Und dort unterstützen wir mit dem, was das Yoga kann, atmen, den Körper spüren, zu sich selbst finden, Verbindung aufnehmen und dann wieder Verbindung mit der Welt aufzunehmen.
Und jetzt wünsche ich euch allen eine gute Verbindung beim DSS, denn das macht diese Veranstaltung hervorragend, Menschen zu verbinden. Bleib aber auch bei dir, dann profitierst du umso mehr. Wir freuen uns, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Wir sind bei Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Und wir haben natürlich auch eine Website, www.yogahilf.com. Vielen Dank.